Pufferquote. Die jungen Leute von heute können ganz schön schnell in die Luft gehen. Das haben sie am Samstag beim Deutschen Jugendcup im Speedklettern bewiesen. Die 15 Meter hohe Wettkampfwand auf dem Burgplatz war nicht zu übersehen und zog zahlreiches Publikum an. Dieses staunte über Tempo und Leichtigkeit, mit denen die Teenager jeweils im direkten 1:1-Duell buchstäblich die Wand hochgingen. Die schnellste Zeit des Tages gelang dabei dem 17-jährigen Landshuter Vincent Stummreiter mit 6,282 Sekunden.